Hallihallo und herzlich willkommen. Scheiße. Was ist los? Ja, egal, komm. Lass machen und auf geht's. Also wir sind immer noch im Kriegszustand hier. Aber wir leben noch. Aber wir leben noch. Wir leben noch. Ja. Paar Minuten. So, also ich werde jetzt erstmal versuchen, zumindest ein bisschen Strom wieder auf eine Leitung zu bringen. Ich bräuchte natürlich auch noch Fließbänder für die Kohle hier. Okay, ich besorge Fließbänder. Ja, genau. Da musst du die ganzen Kohlefließbänder hier wieder auffrischen, die da sind. Ich baue unten schon mal die ersten Anlagen wieder auf. Boah, hier ist aber absolut gar kein Strom mehr. Nee, nee, das ist, es wird hier unten auch nichts mehr produziert. Also es ist wirklich alles aus. Ja, so wie Fließbänder auch aus sind. Aber es sind ja noch welche da, oder? Ich bin gleich da. Ups. Ja, ein paar sind noch da. Ja, ja, es muss ja, es muss ja... Ach, scheiße. Ich brauche noch Pumpen, ne? Kann ich noch Pumpen bauen? Jo, ein paar Pumpen kann ich noch bauen. Muss ich noch irgendwas mitbringen, wenn ich schon mal hier bin? Rohre kannst du mitbringen. Aber Fließbänder ist momentan das Wichtigste. Damit wir zumindest wieder eine Grundstromversorgung reinkriegen. Das Schöne ist ja, dass wir... Ah, okay, hier kommt Greifarme hin. Also, wenn du jetzt mit Rohre und mit Fließbändern kommst, dann haben wir die ersten zwei Anlagen schon wieder am Laufen. Kann ich selber vielleicht noch Rohre machen? Ich kann aber auch selber auch schon Kohle hier reinpacken. So, Fließbänder. Bin ich schon mal ein bisschen... Rohre. Ein bisschen was läuft hier. Alter, hier ist alles lila, ne? So, hier oben haben wir ja Platz. So, jetzt müssen wir noch Strommasten da irgendwie irgendwo herholen. Oh, wenigstens mal so einen kleinen Beitrag von mir. Ja, erstmal ist wichtig, dass wir die Stromanlage wieder zum Laufen bringen. Das heißt, wir müssen erstmal nur das Kohlefeld mit Strom versorgen, dann werden wir den Strom hier erstmal wegmachen. Du bist gerade extrem abgehakt, ich verstehe kein Wort. Jetzt besser? Ja, ein wenig, ja. Oh, schon wieder Angriff. Oben, Eisenfeld. Ja, das interessiert mich jetzt irgendwie gar nicht erstmal. Aber muss ja gemacht werden. Nee, ist es nicht besser. Es muss ja gemacht werden. Hast du Geschützfirma dabei? Kommt nichts mehr an bei dir. Wie kommt nichts mehr an? Warum kommt nichts mehr an? Das hat aber nichts mit dir zu tun. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort. Du bist total abgehakt. Ah, jetzt geht's wieder. Wie, jetzt geht's? Oh, blaue Viecher hier oben. Ja, ich komme ja schon. Nein. Hast du geschützt? Ja, die sind nicht durch die Mauer durch. Ist in Ordnung. Passt. Okay. Gut, dann... Dann kommen sie mal runter. Ich bin unterwegs. Jetzt reiße ich wieder irgendwo einfach Fließbänder weg. Ist mir auch egal dann. Oh meine Güte, der Weg ist so weit. Ah, hier ist schon mal die Kohle. Da sind wenigstens noch mal ein paar... Alter. So, dann schauen wir mal. Ja, du, ja. So. Ja, da muss noch ein Tunnel hin. Ja, so, bis wo? Ah, da oben hast du aufgebaut. Ja, ich baue wieder von oben nach unten auf, also. So, habe ich jetzt, hast du noch einen Tunnel? Wieso brauchst du einen Tunnel? Nee, habe ich nicht. Aber das ist ja... Mach da einfach ein normales Fließband hin und dann machen wir die Munition nachher in den Tunnel. Das ist mir doch egal. Hauptsache, wir haben erstmal wieder ein bisschen Strom hier. Aber warum? So, pass auf. Warum kriegen wir jetzt gar keinen Strom? Ja, so, Solarpanel. Dann wenigstens ein bisschen Strom hier kriegt. Da hast du Rohre dabei. Ja. Ja, dann bauen wir hier die zweite Anlage an. Da. Ach so, ich sehe auch das Problem, warum die erste Anlage nicht läuft, weil hier fehlt das Untergrundrohr. Ja. Das kannst du ja basteln, hast du Rohre dabei. So, die erste Anlage läuft wieder. So, die ist jetzt auch erstmal nirgendwo angeschlossen. Das heißt, wir müssen erstmal... Oh, scheiße, da kommt die nächste Horde. Oh.
Okay, wir haben es geschafft. Wir müssen Strommasten haben. Das heißt, ich werde hier erstmal Holzstrommasten. Ach so, shit, das das Band läuft ja andersrum. Ja. Also so rum. Da und dann da wieder hin. Machen wir hier ein paar mehr hin. Ja, ja, mach mal. Und ich baue die Greifer aber dazu. Ist auch noch einer oder was? Nee, da ist doch keiner da. Jetzt. So, den noch. Den. So, die Ecke läuft erstmal. Oh, hast du noch... Ah, nee, den habe ich auch gesammelt. Alles klar. Ich habe hier wohl einen. So. Jetzt müssen wir... jetzt müssen wir... Ja, zusehen, dass wir jetzt die Kohleversorgung wieder von oben ran kriegen. Ja, das mache ich jetzt hier. Das ist jetzt hier. Du musst Fließbänder da langlegen. Ja. Also komme. die wieder reparieren, die Dinger. Ich komme. Wo waren die? Da. So, jetzt habe ich natürlich keine Masten mehr, aber ich kann noch welche bauen. Okay, läuft. Gut, also das untere Band wäre jetzt das erste, was ich wieder zum Laufen bringe. Angriff schon wieder da oben. Jetzt müssen wir da nochmal ein paar neue Türme setzen. Aber wieso ist hier oben jetzt immer noch kein Strom? Weil wir den Strom abgeknapselt haben. Wo? Ich habe den unten wieder angeschlossen. Kommst du noch bitte mit hoch? Oh, jetzt machen sie uns hier oben wieder platt. Oh, okay, die Viecher haben es geschafft, aber... Hier ist kein Strom drauf. Ja, es ist nirgendwo Strom drauf. Frag mich nicht, warum. Ah, ich weiß, warum. Nee, irgendwas stimmt da unten nicht an der Anlage. Das ist... Nein, wir haben... Es ist Strom da. Siehst du, das ist angeschlossen. Aber hier, weil jetzt sich erstmal die ganzen Scheiße... Ach ja, genau, die Dinger laden sich hier erstmal auf. Nee. Hier oben kommt kein Strom an. Ja, aber wo geht denn der Strom hin jetzt? Hier ist auch kein Strom. Also irgendwo haben wir noch was abgeknapselt. Ja, aber unten, selbst unten bei der Kohle, wo ich einen neuen Weg gelegt habe jetzt von den Anlagen her, kommt kein Strom an. Oh, die sind mitten in der Basis drin. Irgendwie. Das macht keinen Spaß mehr. Guck du nach dem Strom. Ich mach das. Das scheint nicht viel zu sein. Okay. So, irgendwas läuft doch hier. Ich hör's doch. Irgendwas läuft. Ich weiß nur nicht was. Mach mit dem mal weg. Nein, okay, der ist es nicht. Dann ist hier eine Lücke drin. Okay, gut. Kohle läuft wieder. Zumindest ein bisschen. So, jetzt die Anlagen hier wieder hochziehen. Jetzt habe ich hier natürlich auch kein Eisenerd, kein Eisen, nix. Okay, Greifarm habe ich auch nicht. Also muss ich doch nochmal zu dir kommen. Also hier ist noch kein Strom drauf. Nee, das wird auch noch nicht reichen. Also, wenn ich nämlich jetzt zu viel auf einmal wieder anschließe, dann haben wir ein Problem. Ich baue jetzt nebenbei ein paar Solarpanels. Ja, die kannst du ja irgendwo erstmal hinklatschen in die Ballerei. Genau, die klatscht ein hier an die Linksmauer, die können wir mit den Baurobotern dann die abreißen. So, hier oben ist ja Material. Dann haben wir hier noch drinne so, Stahl haben wir. Brauche ich Stahl für irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich nur die hier. Ah, hier oben an deiner Ölanlage kommt so langsam Strom an.
Ja, das ist jetzt von den Solarpanels. Okay. Ich muss mal die Stromversorgung sowieso noch mal einmal komplett so, dass wir wissen, wo, wann, wie Strom ist. Ja, mit diesen Überleitungen. Guten Tag. Guten Tag, die Firma Pütz. Sind Sie Ihre verstopfte Süffung? So, Steine brauche ich noch. Gehen wir auch noch holen. Ja, zumindest blinkt. Gut, so, dann zumindest blinkt es nicht mehr. So, wenn da oben die... Ja, okay. Ja, wir haben jetzt wieder Minimalstrom, um zumindest tagsüber die Roboterhangare zu versorgen, dass sie wieder ein bisschen reparieren können. Ja. So, ich brauche jetzt aber... Ich brauche definitiv Rohre. Also hier... Hier stimmt irgendwas noch nicht, aber es ist ja ist auch egal. Komm, scheiß drauf. So, bauen wir ein paar Untergrundrohre, bauen wir davon ein paar Rohre. Wir haben hier gar keine Steine mehr. Nee, weil kein Strom drauf ist. Ah, da sind noch ein paar Steinchen. Die brauche ich nämlich. Oh, schon wieder um am Eisenfeld. So, einmal so. Ja, davon ein paar. Röhrchen habe ich nicht. So, und... Gut, wenn der Strom wieder so halbwegs läuft, dann ist es ja schon mal... Ich bin jetzt gerade so viel am Mitschleppen, dass ich die Anlage gleich wieder komplett in Betrieb nehmen kann. Oder ich versuch's zumindest. Dahin, 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 dahin. Dahin. Dann schwöre ich dir, werde ich mich die nächsten Folgen mit nichts anderes beschäftigen, als wirklich diesen das Safe zu Verteilung. Machen. Ja. Verteilung, Verteilung, Verteilung. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn ich das scheiß Eisenfeld da oben mit einbauen muss, das ist mir scheißegal. Weil das war mir eine Lehre. So, einen Tunnel muss ich ein bisschen mitnehmen. Fließbänder brauche ich. Erzförderer brauche ich. So, Fließbänder habe ich, Erzförderer, dafür brauche ich Zahnräder. Dann nehmen wir mal ein paar von mit. Und Eisenplatten brauchen wir. Und dass ich das Kohlefeld auch wieder direkt ins Laufen bringe, dann läuft das hier wieder. Oh, so, so, so. 16. Ah, da springt das nächste Ding an. Sehr schön. Da springt das nächste Stückchen an. So, dann... Haben wir hier irgendwo ein Auto gerade in der Nähe stehen? Nee, schade. Doch, da oben steht eins. Dann bin ich nämlich schneller drüben. Also, ich habe jetzt eigentlich alles Material dabei, was ich brauche, für die Anlage komplett zu reparieren. Glaube ich. Noch einmal hier so quer durchlaufen, noch ein paar von diesen von den Rohren machen, ein paar von den Rohren machen und mit dem Auto da runterfahren. Dann haben wir es. Ob ich jetzt noch irgendwas kaputt mache, besser nicht. Hier kaputt, warum nimmst du nix? Lieber Greifarm, ach da fehlt ein Greifarm, okay. Ah, okay. So. Ja, kann ich auch noch machen, okay. Vorsicht, ich habe alles dabei. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Ja, ich leg jetzt los hier und zwar erstmal mit den Heizkesseln. Die habe ich schon fertig. Ups. Oh, der Weg nach da oben ist ja... So, die Heizkessel sind... fast wieder alle da. So, Pumpen.
Pumpen sind ersetzt. Greifarme. Hast du Greifarme dabei? Ne? Nein, ich hole gerade Zeug. Okay. Dann mache ich hier erstmal von Hand. Habe ich hier auch schon die... Ach ne, noch weiter hoch. Oh, lala. Ich habe wieder Hintergrund-Action. Okay, dann kann ich oben auch noch nichts machen. Scheiße. Okay. So, bin wir auf dem Rückweg. Hauen wir die Kohle hier noch mit drauf. Ah, kann ich auch so reinhauen, oder? Aber in Anlagen, die noch nicht hier in Betrieb sind, ist sinnvoller. Dann hier unten noch ein bisschen. Da haben wir noch keine Rohre für, auch nicht schlecht. Aber Pumpen habe ich ja genug, weg mit den Pumpen. So, jetzt kommen die Turbinen. Mach ich schneller, Mann. Ja. Ich müsste natürlich auch noch die hier wieder setzen. Zack. Ups. So, dann... Ach, oben hast du schon wieder hergestellt. Okay, wunderbar. So, dann muss jetzt hier... Ja, das reicht natürlich vom Strom her noch nicht. Ja, ja, das wird ja aber gleich mehr. Kannst du erstmal hier die Untergrundrohre setzen? Habe ich noch keine. Dauert noch einen Moment. Ah, hier fehlt noch. Das dauert noch einen Moment. Ich bin zumindest hier mal alles so weit im Herstellen. Das ist gleich wieder Leute. Das läuft gleich wieder alles. Aufpassen. Wir machen das schon. Ja, nur jetzt geht die Pollution wieder an und gleich kommen sie wieder. Ja, da stehen jetzt so viele MGs, wir müssen nur gleich die Munition wieder rund machen. Ja, es ist ja erstmal wichtig, dass die Munition bis nach da vorne ankommt. Ja, ja. Weil unten greifen sie ja nicht an. So, ich stelle jetzt erstmal die Munitionsfließbänder hier oben wieder her. So, Munition kommt jetzt auch wieder an. So. Viel mehr Turbinen brauche ich gar nicht. Doch, da hinten sind noch zwei kaputt, da unten sind noch ein paar kaputt. Aber es hält sich in Grenzen. Es ist absehbar. Ja, es sah fatal aus, aber... War jetzt nicht ganz so schlimm. Wir haben es überlebt. Wir haben es im Griff. Fürs Erste. Nur nicht zu laut dröhnen. So. Die nächsten Dinger hier. Gut, wir haben natürlich jetzt noch Zack. Absolut gar keinen Strom, aber das Zack. Ist erstmal egal. Zack. Zack. Jetzt habe ich natürlich... Aber wo ist denn nicht mein Auto? Kopfhörer, ja, habe ich noch. Beinten. So, gleich kommen bei mir die Rohre in die Produktion. Untergrundtunnel hatte ich auch mitgenommen, für hier weiterzumachen. Dass ich irgendwann nochmal in diesem Spiel Holz mit der Hand ernte hier, das hätte ich nicht gedacht. So. Können wir hier gerade mal ein bisschen... So, ich habe jetzt schon mal ein paar Untergrundrohre. Ja, guten Tag. Boah, Alter. Alter. Geht wieder bergauf. Hast du Tyler? Tyler habe ich noch in der Warteschleife, ja. Das ist erstmal, okay. Dass ich so eine heftige Warteschleife habe. Habe ich noch nie gehabt. Aber ich glaube, bis auf zwei Turbinen, dann kann ich die Turbinen hier jetzt abbrechen. Mehr brauche ich nämlich nicht. Dann kommen als nächstes die Erzförderer. Damit wieder mehr Kohle dahin kommt. Aber mit der Kohle kommen wir nämlich jetzt gleich wieder nicht hin. So, oh. Bauen wir oben die Kohlendinger wieder auf. Das war das eine heftige Nummer, ey, ich schwör.
Masten da. Jawohl. Gut, haben wir zwar noch nicht genug Strom, aber das kommt auch gleich. Warte, warum kann ich das nicht bauen hier? Ach, da ist wahrscheinlich keine Kohle mehr auf dem Feld, okay? Da auch nicht, aber hier. Da auch nicht mehr, okay. Ja. Zack. Und zack. Gut. Da ist auch keine Kohle mehr drauf. Haben wir das auch. Daumen, dann kann ich die Teilabflussbänder auch abbrechen. So, wie sieht's aus mit Strom? Ich guck. Ist schon wieder gelb. Ja, es geht bergauf. Greifer, hier, guck mal, hier zum Beispiel. Können wir hier schon mal ein paar Rohre hinsetzen. Teilabflussbänder habe ich noch nicht. Aber wir gönnen das jetzt, wir lassen mal die Dinger da bauen. Dann gucken wir, dass wir das Step by Step bauen. Was da bitte? So, das passt. So, woran scheitert's hier? Leichtöl. Oh, die kriegen langsam wieder Normalgeschwindigkeit hier. So. Jetzt kommt gleich der nächste. Ja, ein zwei Drittel haben wir. Zwei Drittel haben wir, ja. Ja, geht gleich weiter. Wenn die Teilabfließbänder fertig sind, geht das weiter hier. Ja, guck mal, hier unten läuft auch schon wieder eine Anlage mit. So, jetzt geht die nächsten zwei Rohre mit ran. Zack. Zack. Greifer aber bräuchte ich noch. Oh, kann ich selber bauen. Brauche ich nicht. Okay, alles wunderbar. Dann den da. Und der nächste bitte. Wir sind übrigens schon drüber, ne? Ich dachte, ich erwähne es. So, und die nächste Anlage geht ran. Dann können wir hier unten gleich weitermachen. Deiler Fließband hat er noch. So, hier ist das Lager. Da schmeiße ich jetzt erstmal eine ganze Ecke an Dings rein. Und die nächste Anlage geht gleich ins Netz. So 23 Objekte benötigen Material, um erbaut zu werden. Ja, guten Tag. Kennen wir uns? Werde ich hier angeschrien? Ich glaube das ja wohl nicht. Ne? So. Guck mal, das ist recht easy hier, weil hier ist noch alles da. Da brauche ich eigentlich nur das Fließband runterlegen. Und hier ran. So. So, ran. Strom ist wieder im grünen Bereich. Ich dachte, ich sag's mal. Strom ist wieder im grünen Bereich. Jo. Ah, sehr schön. Was guckst du denn da? Thomas die Lokomotive oder was? Was? Ja, ich glaube, mein Kind guckt hier Thomas die Lokomotive, hört sich so an. Dampfturbine, wo daneben stehst. Nicht Dampfturbine, Lokomotive. Ey. Benimm dich mal, Kent. Ich bin nicht gerülpst. Moment, okay. So. Jetzt. Und da fehlt noch ein Mast, würde ich sagen.
Und zack, nächste ist dran. Da oben fehlt noch irgendwas. Zack. Und das sind die nächsten. Hier oben fehlt nur Wasser. Zack. Da fehlt noch ein Greifarm. Da fehlt auch noch Wasser. Immer noch 20 Roboter, die benötigt werden. Achso, 20. Ah, es sind immer noch die 20 Dinger da, okay. So, hier noch ein Untergrundrohr mit rein. Ja. Seh ich genauso. Gibt's hier irgendwo ein Steinfeld? Ja, da hinten kann ich mal eben Steine holen. Einmal 5, noch 3. Einmal da und einmal da. So, dann sind die alle wieder aufgebaut, die sind zerstört worden. Und die nächste Anlage ist dran. So, potenziell haben wir jetzt doppelt so viel Strom, wie wir gerade verbrauchen, produzieren wir. Gut. Gut, gut. Oh, cool, ich habe hier eine Steinkiste gehabt. So viel wollte ich jetzt nicht. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, wie es aussieht, warum hier kein Eisen und Stahl ankommt. Ja, seht ihr, da kann ich hier die jetzt auch mit anschließen. Weil unsere Fabrik nicht angeschlossen ist. Habe ich Lindfill dabei? Nee. Also Strom ist definitiv genug da. 20 Megawatt verbrauchen wir auch wieder. Da ist noch was kaputt, da ist noch was kaputt, da ist noch was kaputt. Dann nehmen wir einfach raus hier und machen Landfill. Nehmen wir nochmal hier so ein paar Stacks raus. Ach. Und machen da nochmal die da. So. Hier, deswegen kommen auch keine Steine mehr an, weil das Steinwand hier kaputt gegangen ist. Okay. Ja, wir müssen jetzt Step by Step gucken, wo es überall lila leuchtet. So, Stahl habe ich auch noch. So, da nicht, weil... kaputt. Und die nächste Anlage geht ran. Eisenplatten, weil kaputt. Da müssen Greifarme hin. Nein, die Kiste mit unseren Alien-Artefakten ist auch kaputt. Ach, echt? Ohne Scheiß? Ja. Fuck. Da waren aber 400 Stück waren da drin oder so. Ja. Das kriegen sie zurück, das schwöre ich. So, Eisenerz ran. Da mache ich den Mr. Garrison, ich fix sie alle. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber muss jetzt mal. So, Eisen. Böser Blick aus der Küche. Eisenerz kommt. Okay. Da habe ich Landfill. Da brauche ich jetzt mir. So. Jetzt dürfte theoretisch alles wieder laufen. Da... Nee, da nicht. Da und da. Da und da. Da. Und hier unten dasselbe. Einmal so. Jawohl. So, ein paar Rohre brauche ich noch. Ich muss noch ein paar Rohre verlegen. Oha, ey, unsere ganze Eisenproduktion wird komplett verbraten vom Stahl. Ja, es läuft ja aber irgendwann wieder voll. Also, das ist mein kleinstes Problem. Aber ja, aber... definitiv. Ja, und die Folge ist auch schon wieder 30 Minuten lang. Ja, macht nichts. Ja, aber... ja, ich mach das jetzt hier noch fertig und dann können wir aufhören. So eine Aufbaufolge muss es auch jetzt mal wieder sein. Ja, weil... ich meine, hätte auch anders laufen können. Wir hätten jetzt auch noch weiterhin 5-6 Folgen lang hier uns mit denen rumärgern können. Haben wir Glück gehabt. So, hier noch zwei Bisher Pumpen. Bisher ja. Hier noch zwei Pumpen hin und zack, noch mehr Strom. So, läuft jetzt wieder alles. Da läuft irgendwas nicht. Warum nicht? Weil dann Rohre fehlen. Habe ich aber dabei. Macht euch mal nicht nass hier. So. Irgendwo, wo nicht leuchtet. Nee.
So, Stromanlage läuft wieder komplett. Ne, noch nicht. Da oben fehlt noch irgendwas. Was fehlt hier? Da fehlt noch Masten. Zack, zack, zack. Sag mal, machen wir eine Ansage hier. Jawohl. Jetzt läuft's. Gut. Gut, dann würde ich sagen, bin ich fertig hier, können wir aufhören für heute. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Ja. Oder auch es läuft ja alles. Es läuft ja alles. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.